Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, in dem ich euch heute meine Welt zeige. Ich habe mir die Mühe gemacht, dank eines Mods konnte man ja neue Möbel und sowas noch einbauen und da habe ich mir überlegt, ich versuche doch mal die Five Nights at Freddy Welt nachzubauen, also von dem ersten Teil aus. Was ich eventuell vorhabe, steht aber noch nicht hundertprozentig fest, ist, dass ich alle vier Gebäuden von allen vier Teilen aus nachbaue. Und ja, ich bin auch schon gespannt darauf, ob das alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Dieses Gebäude ist nicht hundertprozentig ja, so wie es eigentlich sein soll. Also vielleicht so 98% oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mir viel Mühe gegeben und es war auch viel Arbeit. Ich saß auch wirklich ein paar Stunden hier dran, überhaupt das hinzukriegen. Hier haben wir erstmal unser Büro, unser Telefon, unser Computer, der gerade an ist, mit irgendeiner Webseite, wahrscheinlich von Mindtest. Eine Lampe habe ich hier hingestellt. Eigentlich wollte ich hier einen Ventilator hinstellen, hat aber nicht geklappt. Und unser großer Bildschirm, der aber nicht unsere Gebiete eigentlich, die Räume eigentlich zeigt. Ich weiß auch nicht, ist halt so, ist halt ein großer Plasmafernseher. Bah. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier runter vom Stuhl. Denn ich will euch das hier noch ein bisschen zeigen. Zunächst erstmal haben wir hier halt unser Schreibtisch mit unserem Computer, ganz klar, unser Tisch. Eine kleine Klingel, ich habe einfach gedacht, für einen Knopfdruck, für, ja, für die Tür quasi. Dann gibt es ja noch den Knopf mit dem Licht. Ich habe nichts Besseres leider in dem Mod gefunden. Wie gesagt, es ist ja auch noch im Aufbau, es ist noch nicht komplett fertig. Wird sich noch zeigen, hier auch nochmal eine schöne Klingel. Zack, Klingel. Gut, habe ich euch jetzt im Büro gelangweilt? Ja, es ist 5.55 Uhr, also kurz vor 6 Uhr, sind noch 5 Minuten, ne? Könnte man so denken. Stand aber auf der Uhr generell drauf, konnte man eh nicht ändern, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Wenn man es ändern kann, dann werde ich euch noch zeigen. So, hier haben wir unsere zwei Führer. Ist nicht besonders. Na, wirst du wohl da reingehen? So. Unsere zwei Flure halt hier. Und dann habe ich keine Kameras dabei gehabt. Da habe ich einfach diese Dinger hier genommen. Kann man auch als Kamera sehen. Sind eigentlich, so wie ich gelesen habe, Stereo-Boxen. Aber erkennt man eh kaum. So. Das war schon mal soweit hier alles im Flur. Dann ist ja hier noch ein Nebenzimmer. Ich habe nicht alles hundertprozentig im Kopf mehr gehabt, wie das Ganze ungefähr ausgesehen hat. Ich habe das quasi provisorisch ein bisschen aufgerüstet, wie ich es am besten denke, dass es ganz gut passt. Ich habe hier ein paar Kisten hingestellt, so Lagerkisten, hier nochmal ein Tisch. Auch hier ist eine Kamera versteckt, ganz klar. Ich habe versucht, so gut wie es geht, zu überlegen, wo überall eine Kamera war. Ja. Wie gesagt, das ist alles provisorisch und mein Test ist halt jetzt nicht profihaft aufgebaut, dass man wirklich alles identisch hundertprozentig hinkriegen kann. Ups, da wollte ich doch gar nicht drauf. Hier noch meine Kamera, die den Bereich hier setzt. Da hinten ist auch noch meine Kamera. Ja, hinter der Tür und hier einmal vor der Tür. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt so stimmt. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist. Gehen wir doch mal jetzt in den Partyraum. Hier normalerweise müsste, glaube ich, meines Wissens Foxy drinne stehen. Aber ich habe halt keine Puppen in dem Mod gefunden. Hier noch meine Kamera, die soll eigentlich hier das jetzt zeigen. Naja, ist jetzt nicht hundertprozentig so. Dann hier noch meine Kamera, die den ganzen Raum jetzt so quasi zeigt. Dann habe ich hier, wie gesagt, auch nicht so viel gefunden wegen Figuren oder sowas, Puppen. Ich gucke einfach mal, ob ich irgendwas finden kann. Hier ist noch meine Kamera, die hier sozusagen die Puppen in der sich zeigen kann, so wie es im Spiel auch war. Was das hier ist, weiß ich nicht, aber ich fand das eigentlich ziemlich witzig, wollte ich euch auch mal zeigen. Das sind solche Leuchtkugeln im Glas. Gut, das war soweit alles von dem Partyraum.
Ach ja, übrigens, ich habe hier noch eine Tür hingestellt. Ich weiß, eigentlich sollte da was anderes sein, aber es hat irgendwie, ich weiß nicht warum, beim Aufbau irgendwie nicht geklappt. Ich werde das auf jeden Fall, wenn ich schaffe, auf jeden Fall nochmal umsetzen. Zurzeit ist es halt noch eine Tür, die zur Küche quasi geht. Ich habe da wohl ein bisschen umgesetzt, umgebaut. Egal. Gehen wir jetzt mal in den Flurbereich, wo auch die Toiletten sind, ja. Auch Toiletten habe ich eingebaut, provisorisch auch wieder mal aus eigener Kreativität aufgerüstet, wie es vielleicht sein könnte. Gut, das ist hier auf jeden Fall schon mal der Bereich der Toilette. Hier haben wir ein paar Wasser hin, hier sind die Toiletten drinne. Das sind so, sozusagen die Dichte. Ich habe leider keine Türen gefunden, die da dran kommen könnten, deswegen sind die hier offen, also so. Schlimm ist das jetzt auch nicht, denke ich mal. Das war soweit diese eine Toilette. Die andere Toilette ist etwas größer, habe ich aber nicht mitgerechnet. Ich habe falsch die Blöcke hingesetzt, meine Güte. Ach, was mache ich denn hier die Tür zu? Deswegen habe ich hier provisorisch etwas anders aufgebaut. Deswegen ist das hier auch ein bisschen größer. Und dann habe ich hier noch einen Mülleimer halt hingestellt. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Sind zwei verschiedene Toiletten, also sollte auch zwei verschiedene Toiletten hier drin sein. So, denke ich mal. Passt doch. Ist jetzt nicht so wild. Wie gesagt, wird alles noch korrigiert. Dann haben wir unsere Küche hier, die ja auch in Five Nights at Freddy mit drin ist. Mit den Türen, die irgendwie nicht, na, gerade rumgespackt haben. Mit Küchenmöbeln, auch ein paar kleinen Espresso, ein Tisch, den ich ja auch noch irgendwie gesehen habe. Im Großen und Ganzen soweit alles, was man eigentlich in Five Nights at Freddy kennt. Zumindest in dem ersten Teil. So, wie gesagt, das ist hier die Tür, die eigentlich nicht da wäre. Ich habe das einfach nur erstmal so provisorisch aufgebaut. Was ich so finden konnte und wie ich es finden konnte. Das wird alles noch soweit korrigiert. Gut, habe ich euch hoffentlich nicht zu gelangweilt mit diesem Video. Wie gesagt, ich habe halt mir überlegt, es ist doch interessant mal zu erleben, mal in diesem Gebäude selbst noch mal rumzulaufen, ohne dass gleich die Puppen antanzen und einen von der Seite aus erschrecken. Ich weiß, es gibt natürlich auch Fangames, bei denen man halt auch, ja, wie soll man sagen, indem man halt auch... Das klappt auch super. Kann mich einfach von hin und her bewegen. Na gut, das ist nur ein Licht. Weiß ich nicht. Aber schon interessant hier. Gut, wenn euch das soweit gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall für einen Daumen freuen. Für diese Mühe auf jeden Fall. Also wenn ihr diese Mühe schätzt, auch einen Daumen zeigen. Lasst einen Kommentar da, wie ihr das Ganze findet. Ob ihr das jetzt gut findet oder noch nicht so gut findet. Wie gesagt, es ist noch im Aufbau. Aber ich habe mir viel Mühe gegeben und das waren wirklich Stunden, die ich hier dran gesessen habe, um einfach, ja, quasi meine Langeweile rauszuhauen, denn heute hatte ich wirklich nichts zu tun. Ich hatte schon soweit alles andere vorbereitet, was ich vorbereiten wollte und ja, Wochenende, wenig los. Machen wir mal Computer hier aus, ne? Geht nicht. Ja, okay. Ups, ich wollte eigentlich nicht vom Stuhl runter. Komm, lass mich wieder drauf, so. wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, zeigt das mit einem Daumen und wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie der Aufbau in den nächsten Tagen aussehen könnte, wie gesagt, es wird wahrscheinlich immer nur so sein, wenn ich mal Zeit und Lust dazu habe, baue ich hier weiter und also wird nicht jeden Tag dazu jetzt kommen. Aber wenn es euch gefällt und wenn ihr weiterhin ein paar kleine Sachen sehen wollt, wie die nächsten Gebäuden vielleicht aussehen könnten und so weiter. Schreibt es in die Kommentare und mal sehen, was sich machen lässt. Ich bedanke mich und sage Tschüss.